du willst so schnell wie möglich fit für die neue Fußballsaison werden und brauchst einen Plan, dann bleib unbedingt bis zum Ende dran. Hey Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Tobi und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr euch optimal auf die bevorstehende Fußballsaison vorbereiten könnt, egal ob ihr jetzt Kreisliga oder Oberliga seid. Ich habe hier einige großartige Tipps und Übungen für euch, um eure Fitness zu verbessern und euer Spiel auf das nächste Level zu bringen. Also lasst uns gemeinsam fit werden für die kommende Saison und lasst uns loslegen. Schreibt gerne in die Kommentare, wie fit ihr momentan seid und wie eure Vorbereitung läuft. Und dann bitte diesen Kanal abonnieren, damit ihr keine Videos rund um Fußball mehr verpasst. Zunächst einmal solltest du regelmäßiges Ausdauertraining in deinen Trainingsplan integrieren. Das kann Laufen, Radfahren oder zum Beispiel Schwimmen beinhalten. Versuche mindestens 3 bis 4 Mal pro Woche für 30 bis 45 Minuten zu trainieren, um dein Herz-Kreislauf-System zu verbessern. Zusätzlich zum Ausdauertraining ist es wichtig, auch spezifisches Fußballtraining zu integrieren. Das beinhaltet normalerweise Übungen wie zum Beispiel Sprints, Intervallläufe und Spielsimulationen, um deine Ausdauer auch auf dem Spielfeld wirklich zu verbessern. Für dich heißt das jetzt neben 3 bis 4 Mal pro Woche jetzt Herz-Kreislauf-Training auch noch 2 bis 3 Mal pro Woche jeweils Intervallläufe und Zirkeltraining zu machen. Als erstes kommen wir zu den Intervallläufen. Diese Übung ist ideal, um deine Ausdauer und Schnelligkeit zu verbessern. Markiere eine Strecke von ungefähr 100 Metern und laufe die so schnell wie möglich. Nachdem du das Ziel erreicht hast, machst du eine kurze Pause und wiederholst den Lauf. Du kannst die Anzahl der Wiederholungen und die Länge der Pausen je nach Fitnesslevel anpassen. Als zweites kommen wir zum Zirkeltraining. Diese Übung kombiniert verschiedene Übungen, um Kraft, Ausdauer und Schnelligkeit zu verbessern. Du kannst Übungen wie zum Beispiel Burpees, Kniebeugen, Ausfallschritte, Hampelmänner oder auch Liegestütze in diesen Zirkel einbeziehen. Führe jede Übung für eine bestimmte Zeit oder Anzahl aus und wechsle dann zur nächsten Übung, ohne eine Pause einzulegen. Wiederhole den Zirkel mehrmals, um deine Kondition zu steigern. Es ist auch entscheidend, auf deine Ernährung zu achten. Eine ausgewogene Ernährung mit ausreichend Kohlenhydraten, Protein und gesunden Fetten kann dir helfen, dein Energielevel zu maximieren und deine Leistungsfähigkeit zu steigern. Außerdem ist es wichtig, deinem Körper genug Ruhephasen zu geben. Sorge für ausreichend Schlaf, Ruhephasen zwischen den Trainingseinheiten, um Verletzungen vorzubeugen und deine Leistungsfähigkeit zu optimieren. Abschließend möchte ich betonen, dass es unrealistisch ist, wirklich in nur 2 Wochen fit für eine komplette Fußballsaison zu werden und sich damit sozusagen die Vorbereitung zu sparen. Es erfordert Zeit, Geduld und kontinuierliches Training, um langfristige Fortschritte zu erzielen. Dennoch kannst du jetzt mit meinen Tipps und Übungen, die ich dir jetzt in diesem Video gesagt habe, deine Ausdauer in diesem Zeitraum verbessern und auf ein nächstes Level heben. Dann danke, dass du dabei warst und dir mein Video bis zum Ende angeschaut hast. Ich hoffe, du konntest einige nützliche Tipps mitnehmen, um dich optimal auf die kommende Fußballsaison vorzubereiten. Vergiss nicht, regelmäßig zu trainieren und vor allem Spaß am Spiel zu haben. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Abonniere diesen Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal und dann viel Erfolg auf dem Platz und ciao!